meine Lieben, da sind wir wieder. Wir spielen wieder Stardew Valley und es geht weiter. Ich weiß nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben, weil... Oh, wir haben Besuch. Hi there, guten Morgen. Ich habe herausgefunden, dass du so ein paar Steine kaputt gemacht hast, also praktisch gemint, und dass du ein paar Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das Beste aus dem Ohr, also aus den Erzen herausholen und finden willst, dann brauchst du einen Ofen. Also, ja. Durch Zufall habe ich noch ein paar extra Blueprints, blaue Punkte, würde ich das jetzt übersetzen, rumliegen gehabt. Hier, du kannst die haben. Das heißt also eigentlich ein Plan, um einen Ofen zu bauen. Also du kannst dann in dem Ofen dann das Metall zu Barren brennen und du kannst sie dann zum Craften benutzen für verschiedene Werkzeuge und andere Sachen, die man braucht. Und er sagt auch gerade, wenn ich jetzt ein paar Barren geschmolzen habe, dann kann ich zu ihm kommen und dann kann ich dann macht er mir meine Werkzeuge halt etwas besser, dann würde mir die Arbeit halt auch leichter fallen. Okay, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und take it easy, ne? Also sei schön geschillt, alles gut. Dann gucken wir mal, was da die Post sagt. Also, ich habe mitbekommen, dass du da in diesem Gemeindehaus darum laufe und so. Und ich soll doch mal vorbeikommen. Und sein Haus ist im Westen vom Wald, wo die Steinbrücke ist da irgendwo. Oder Mauer. Dann bitte mir ein paar Informationen über dieses Rattenproblem geben, was ja da angeblich ist. Rasmodius, der Zauberer. Okay. Noch ein Boss. Also es ist von Marlon, also der uns in der Mine begrüßt hat. Ich sehe, du hast angefangen in der Mine rumzulaufen. Du hast schon ein paar Monster umgebracht und ich kann dir sagen, wenn du mir 10 Slimes umbringst, dann kannst du bei mir in dieser Gilde da vorbeikommen und da auch Member werden. Ja, Member... ja, Mitglied. Ach Gott, Mitglied werden. Und ich soll halt eben gut auf mich aufpassen. Marlon halt, ne? Gott, das werden wir als erstes unser Kram hier erstmal wieder abladen. Wir haben nämlich ganz viel da gesammelt. 8 Stück.
6 Slimes haben wir schon. Und dann brauchen wir ja gar nicht so viele Slimes. Da könnten wir eigentlich dann mal wirklich nochmal in die Mine gehen. Und vielleicht gucken wir mal bei dem Zauberer mal vorbei. Vielleicht kann der uns was sagen über diese Ratten, weil das waren ganz bestimmt keine normalen Ratten. So wie die ausgesehen haben. Irgendwie niedlich, diese hüpfende Bälle da. So, dann gieß mal die Kaktus, die Pflanzen jetzt da. Dann machen wir das fertig. So, dann packen wir mal das weg. Und das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Wenn wir in die Mine gehen, brauchen wir diese Sachen auch nicht. Aber wir brauchen unbedingt was zu essen. Das könnte ich jetzt mal verkaufen. Da kriegen wir ein bisschen Geld. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Nein, nicht essen. So, dann schmeißen wir das mal da rein. Gut. Und dann gehen wir mal erstmal, gucken wir mal, wo... Ne, wir gehen erst in die Mine. Wir gehen erst in die Mine. Und dann gucken wir mal, wo dieser Zauberer ist. Etage 5 waren wir schon. Dann haben wir auch schon ein Schwert. Dann haben wir noch mal direkt Schleimis. Kann man direkt mal kaputt machen. Ihn nicht anschleimen. Ja. Der hat doch. So. Der andere auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Schwert. Das braucht ja Ewigkeiten, bis sie mal kaputt sind. Hier ist nix. Ist hier irgendwas? Nein, hier sind keine Erze. Ah, da ist noch ein Abstieg. Nee, da sind auch keine Erze. Also hier ist nix. Oh je, ist das hier dunkel. So. Guck mal. Oh je, was ist das denn? Der Abstieg ist. Ah.
Guck mal, was haben wir denn hier? Aha. Alla. So. Da haben wir auf jeden Fall wieder Kupfer. Das ist gut. Das brauchen wir. Und da haben wir wieder so ein Quarzding. Für was auch immer wir das gebrauchen können, das werden wir dann noch rausfinden. Aber wir nehmen mal alles mit. Alles mit, was wir so brauchen. Oder was wir so finden können. Hier ist auch wieder was. Da oben ist nix. Und da unten kam man her, ne? Ja, genau. Gut, da können wir hier direkt wieder runtergehen. Unser Schwert in die Hand nehmen. Da sind Erze. Da ist auch eine Leiter für runter. Aber erst holen wir uns die Erze da unten. Das Kupfer. Sehr gut. Oh, unsere Energie ist auch bald wieder zu Ende. Das macht aber nichts. Was haben wir hier? Na? Sterb doch! Na, na, also. Ah, wir haben was freigeschaltet. Doch, mal. Ja, nein, endlich. Oh, jetzt bin ich wieder vergiftet. Was haben wir hier? Oh. Meine Energie. Ne, mein Lebensstatus ist das. Das ist gar nicht meine Energie. Wir gehen mal zurück, bevor wir hier sterben. Ah, das muss ja auch nicht sein. Kann man da auch noch langlaufen? Ah, ja. Ah, da ist aber... Na, da ist aber auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal eins tiefer. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, weil hier ganz viele Monster sind. Einen Aufzug kann man hier wieder... Haben wir natürlich nicht, das ist ja klar. Okay, wir gehen lieber wieder hoch. So, dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt nach Hause. Ah, was macht die denn da? Kann ich nicht mit dir reden? Was macht die denn da? Die spielt irgendwie Geige oder... Nee, Flöte oder sowas? Sieht's aus? Ich weiß nicht, ich kann sie nicht ansprechen, okay. Mal das mal hier weg. So, dann gucken wir mal. Wegen dem Ofen. Was brauchen wir denn dafür? Kupfer. Oh, 20. Ich glaube, so viel habe ich noch gar nicht. Stone. Also Steine haben wir genug, aber ich glaube, ich habe nicht genug Kupfer. 22. 22. Aber das lohnt sich noch nicht, das zu machen. Da müssen wir noch öfters in die Mine gehen. Ich nehme mal das und das mit.
Ja, das, ja, ich nehme das mal mit. So, und dann gehen wir mal. Wir gucken mal, wo der, wo der Zauberer ist. Wir müssen auf jeden Fall hier unten hin. Oh, ja, ich bin ja keine Energie mehr. Doch ein bisschen Energie haben wir noch. Es wird schon wieder dunkel. Wie spät ist es? Okay. So, in den Westen. Das wäre dann die Richtung. Ja. Ah, da, ja, da scheint es. Das scheint es zu sein. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ah, komm rein. Wir sind schon drin. Ich bin Rasmodius, der Sucher nach der Wahrheit. Auf psychische und geistige Ebene und also halt eben was so ein Zauberer halt macht. Und ich bin ein Meister der sieben Elemente. Und Beschützer der Sacred Char. Du hast den Punkt getroffen. Du hast den Nagel auf den Punkt getroffen. Und du, Pegasus, der eine, wo es geschafft hat, long foreseen, sehr vorauszusehen. Hier, ich möchte dir jetzt etwas gerne zeigen. Behold. Ja, genau, das sind die kleinen Dinger, die mich gesehen haben. Du hast einen gesehen, bevor hast du... Ja, das haben wir. So ein Apfel. Sagen zu sich, also die nennen sich selbst Junimos. Geheimnisvolle Geister... die schon oft versucht haben, mit mir zu sprechen. Ich weiß nicht, warum sie in das Gemeindezentrum eingezogen sind, aber du hast nicht das Recht dazu, sie halt zu verscheuchen oder einzufangen. Du hast eine goldene Platte gefunden mit Schrift, die du nicht lesen kannst. Das ist sehr interessant. Bleib hier stehen und schau selbst. Ich werde schnell wieder da sein. Ja, genau so gucke ich, würde ich jetzt auch gucken. ich habe die Notizen gefunden. Die Sprache war sehr skurrios und gar nicht so einfach. Aber ich habe es doch geschafft. Die Junimo wollen
dich haben in also die wollen das Haus wieder in Ordnung bringen, aber sie verlangen halt dafür Geschenke aus dem der Stadt. Wenn du in Einklang bist mit dem Wald, mit dem See und allem in der Natur, dann wird's schon schaffen. Wird schon klappen. Eins mit dem Wald, was die wohl meinen. Also ich kann mir gut vorstellen, was der meint. Schnief, schnief. Ich habe keine Ahnung. Ah, ah. Komm her. Also mein Topf hier ist am Blubbern mit ganz vielen Sachen, die im Wald, die aus dem Wald kommen. Kleiner Farn, Moos, Nüsse und Stöcke und naja, du kannst das ja alles riechen. Riecht komisch. Hier, trink das und lass die das Gebräu in deinem Körper rotieren, damit du Teil vom Wald wirst. Ja, genau. So eklig. Ja. Oh, die arme Pegasus, die wird ganz grün. Oh, was passiert denn jetzt? Ah, der Baum. Noch ein Baum. Noch ein Baum. Und noch ein Baum. Ich glaube, die sollte die Drogen aus dem Gebräu rauslassen. Das sieht ziemlich komisch aus. Du hast die Macht bekommen von ja, den Wald, also Waldmagie. Also wir können jetzt dann die Platten lesen. Die goldenen Platten von diesem Junimus. Das ist ja, das ist gut. Dann können wir mal rausfinden, was die da eigentlich von uns wollen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause und schlafen, weil es ist schon stockdunkel. Und ihr wisst ja, ich bin ja ein kleiner Schisser. Ich mag im Dunkeln nicht gerne alleine rumlaufen. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich glaube, da müssen wir lang. Na ja, genau. So, hier haben wir uns ja den Weg freigegrabt, so einigermaßen. So, und dann schnell ins Bett. Schnell, schnell, schnell ins Bett. Ja, wir schlafen. So, ein schöner neuer Tag. Oh ne, ein schöner neuer Tag ist das nicht. Es regnet. Aber das heißt, wir brauchen das Beet nicht gießen. Das ist gut. Das ist immer gut. So, das machen wir mal weg. Brauchen wir all das, den ganzen Kram? Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir gehen mal in das Gemeindehaus gucken. Und wir nehmen mal die Schleims mit. Oder brauchen wir die? Ne, wir brauchen die nicht. Wir gehen dann auch mal gucken, wo die Gilde ist. Die müsste ja direkt neben der Mine sein. Da gehen wir dann als nächstes wieder rein. Eine Blume. Eine Dahlie. So, dann gucken wir direkt mal im Gemeindehaus. Ne, erstmal gehen wir auch was zu essen holen. Weil wir nagen hier immer so am Hunger.
Ist noch zu. Ah, dann halt nicht. Also gehen wir nichts zu essen kaufen. Dann gehen wir doch erst ins Gemeindehaus. Und dann gucken wir mal auf die goldene Platte. Gucken wir mal, was die wollen. Die war hier, genau. Da ist schon wieder so einer. Okay. Crafts. Ist das Summer? Okay, das sind dann die Sachen, die wir bringen sollen. Im Sommer. Im Sommer? Das ist im Winter. Snowian. Kokos. Kokosse. Was haben wir da? Frühling. Oh, da guck mal, die Dahlie, die können wir direkt da reinmachen. Die haben wir schon. Dandelion. Oh, die haben wir das letzte Mal gegessen, glaube ich, hier die. Okay. Was haben wir hier drin? Holz, Holz, Steine und hartes Holz. Hartes Holz habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Kokosnuss. Und Pilze. Okay, wie 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich denke mal, das, was wir dann als erstes finden oder so, das packen wir dann da rein. Aber das können wir uns sowieso nicht alles behalten, was da im Frühling. Wir haben Frühling, also fangen wir auch mit dem Frühling. Wo sind wir? Da, Frühling. Dann fangen wir damit auch an. Wenn wir das finden und das finden und eine wilde, was auch immer, sieht aus wie eine Kokosnuss, finden, dann müssen wir daran denken, dass wir das einsammeln, dass wir das an ihn hinbringen. Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Dann gehen wir mal hier rüber. Wir haben ja noch Zeit. Wir gehen dann, hier haben wir noch so eine Blume. Die haben wir aber schon. Huch. Gehen wir mal hier hoch. Da ist nix. Wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir ja was zufällig, was wir gebrauchen können. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Da oben ist auch nichts. Nein, da oben ist auch nichts. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Dann gehen wir mal hier hinten lang. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts. Was ist hier mit? Da können wir noch nicht rüber. Okay. Ja, diese Geräusche. Was ist hier mit? Ah, der macht erst um 2 Uhr auf. Langschläfer soll nicht so lange unten in der Bar stehen und saufen. Man könnte auch früher aufstehen und Fetch machen. Was haben wir hier? Aber ja. Das haben wir getan. Ah ja, das haben wir schon erledigt. Uiuiui. Robin sagt uns, dass sie uns Tiergebäude, also so Tierställe bauen kann, damit wir Tiere auf unsere Farm holen können. Das wollen wir jetzt noch nicht. Ah, ich soll Level 1 Farming erreichen und eine Vogelscheuche craften. Das haben wir eigentlich, kann man schnell machen. Aber ja. Okay, also wir sollen, das ist hier in der Mine. Wir sollen ganz tief runter in die Mine runter, versuchen so tief wie möglich. Wir sollen Level 40 erreichen. Wir haben noch gerade erstmal Level 5 erreicht. Ja, und hier halt sollen wir einen Ofen craften.
Ah ja, und dann halt um 2 Uhr müssen wir mal gucken, dass wir dann bei diesem hier nebendran gehen. So.